Click After Work, der Feierabend-Podcast rund um das Click-Ecosystem mit Robbie und Dennis. Hallo und herzlich willkommen aus der digitalen Click After Work Bar. Robbie, es ist schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend, Dennis. Und ich freue mich wirklich über diese allererste Sendung, dass wir das hier an den Start gebracht haben aus unserer neuen Stammbar, unserer digitalisierten Stammbar, wo wir gemeinsam den Feierabend einläuten können und natürlich nochmal über den bereits zurückgelegten Weg des Tages flanieren. Ich finde, das hat doch was Romantisches, oder? Das hat es absolut. Und normalerweise ist es ja eigentlich wie folgt. Wir beide sind sehr häufig bei unseren Kunden unterwegs, haben da doch durchaus herausfordernde und schöne Workshops. Und klar, was gibt es nicht Schöneres, wenn man unterwegs ist, abends dann den Tag quasi an der Bar ausklingen zu lassen, da nochmal Themen, die einen sowohl natürlich im Persönlichen als auch im Beruflichen umhertreiben, zu diskutieren, zu besprechen. Und ehrlich gesagt, das vermisse ich, dass wir uns eben aktuell nicht sehen können. Und daher haben wir jetzt die Idee gehabt, das Ganze eben in eine digitale Bar zu überführen. Und ja, ob es romantisch ist, werden wir noch sehen. Ich kann dir schon mal sagen, du hast eine ganz tolle Bar hier gebaut. Und die Idee ist ja, dass wir über die nächsten Tage und über die nächsten Wochen hier wirklich regelmäßig uns zusammenfinden und über Themen sprechen. Und das Ganze ja nicht nur zu zweit, also du und ich, sondern dass wir uns natürlich auch Leute dazu holen, die echten Input und echten Mehrwert liefern zu den Themen, die mit uns diskutieren werden. Und an der Stelle wirklich vielleicht, ja, magst du noch mal ein bisschen zur Struktur noch, was ist so ein Thema, was wir heute Abend hier an unserer neuen Clickbar besprechen sollten? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema, dem wir uns heute widmen, ist natürlich top aktuell und brandaktuell. Wir kümmern uns um das Thema Covid und digitale Transformation. Mhm. Ich glaube, in der Natur der Sache. Also einerseits sind wir natürlich jetzt gerade aufgrund von Corona nicht beisammen und aufgrund der digitalen Transformation quasi beieinander im Sinne dieses Podcasts und damit auch bei unseren Zuhörern. Und ich denke, das ist ein extrem guter Aufhänger, dann auch ins Thema zu kommen. Später dürfen wir im Laufe der Sendung noch unseren Vice President Global Pre-Sales begrüßen, Stefan Sonntag. Ich bin sehr gespannt, auch dieses Thema mit ihm gemeinsam zu erläutern. Ich denke, das ist eine ganz spannende Perspektive, die er uns da auch nochmal liefern kann. Und von daher, lass uns doch zum Thema kommen, oder? Ja, definitiv. Also du hattest es ja eigentlich angesprochen, digitale Transformation meets Covid-19. Das glaube ich, schaue ja digital so ein bisschen auf deinen Bierdeckel, der vor dir liegt. Ich glaube, da hast du eine ganz spannende Umfrage herausgeholt. Vielleicht Nochmal eben auf dem Bierdeckel notiert. Nein, die haben wir letztens mal auf Twitter, hatte ich die zum Beispiel gefunden, aber die hat man auch in diversen anderen Portalen gefunden. Also zum Beispiel war ich letztens online und habe eine Umfrage gesehen, da stand dann drauf, wer treibt digitale Transformationen in den Unternehmen? Dort gab es dann auch verschiedene Rollen, wie zum Beispiel ein CEO, ein CIO, andere geschäftsführende und entscheidende Rollen und ganz zum Schluss Covid-19. Das Witzige daran oder vielleicht auch das, was mich so ein bisschen schon perplex gemacht hat, jede dieser Umfragen hat wirklich Covid-19 mit extrem großem Abstand gewonnen. Und am Ende ist es natürlich so, man kann es jetzt in Frage stellen und sagen, hey, das ist ein super Meme, das ist ein super Scherz, aber in jedem Scherz steckt doch auch Wahrheit. Ja, definitiv. Also ich habe die natürlich auch gelesen, nicht nur jetzt auf deinem Bierdeckel, sondern auch in den von dir bereits genannten Portalen. Und ich stimme der Sache zu 100% zu. Ich glaube, du auch. Also wir sehen einfach, ich glaube schon in unserem täglichen, also wenn man nur von uns ausgeht, wie wir jetzt aktuell arbeiten. Wir finden keine Kundentermine klassischerweise vor Ort statt. Das heißt, alles ist virtuell. Funktioniert aus meiner Sicht hervorragend. Wir haben Technologien wie Teams, wir haben Zoom etc. Und auch unsere Kunden selbst, war es vielleicht noch am Anfang der Fall, dass Kunden gesagt haben, Telefonkonferenz reicht uns eigentlich, ist es mittlerweile Standard geworden,
dass unsere Kunden komplett auf Videokonferenz gegangen sind, dass man auch in größeren Runden eigentlich das wunderbar diskutieren kann. Wie ist so dein, was merkst du eigentlich jeden Tag? Wie hat sich das bei dir verändert? Also erstmal freue ich mich, dass ich jeden Tag einen tollen Video-Hintergrund ausprobieren kann und den zur Diskussion stellen kann, wie jeder andere gerade auch. Ich glaube, diese ganzen Tools, die dieses Zusatzfeature anbieten, die erleben gerade einen extremen Boom. Aber nein, zurück zum Thema. Es ist natürlich extrem umstellend. Also ich bin eigentlich jemand, der technisch unterwegs bin. Also ich bin bei uns im Pre-Sales unterwegs, ich mache Workshops, ich berate Kunden bei der Lösungsfindung. Das macht man natürlich face-to-face, indem man sich die Probleme anguckt und dafür Lösungen designt. Und jetzt musste ich letztens, wir hatten einen Interessenten, der hat sich für unsere Software interessiert, wollte auch Analytics machen, ging um Kfz-Daten und es sollte ein Workshop stattfinden, der eigentlich schon vor Ort terminiert war. Hat natürlich nicht funktioniert, ja, aus gegebenem Anlass. Am Ende haben wir gesagt, komm, wir verschieben das jetzt nicht bis Ultimo, sondern es ist halt eben da ein Business Impact hinter, die Jungs wollen eine Lösung. Mhm. Also haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt virtuell. Ich war mega skeptisch, ja, das glaube ich gern. Ja. Total skeptisch, richtig. Genau, weil ich dachte, das sind so viele Sachen, die in so einem Workshop mitspielen. Ja, Gestik, Mimik, hat es jeder verstanden? Nimm mal eine Flipchart, erklär es konzeptionell. All diese Geschichten, ich dachte, das geht alles verloren und ich wurde wirklich eines Besseren belehrt. Und wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dann einfach alle euch vor die Webcam gesetzt und habt das, weil es muss ja dann auch schon, das muss man ja wirklich sagen, das lernt man ja auch, man lernt ja ganz neue, eine Art der digitalen Regeln. Also wenn der eine spricht, hat der andere Pause. Das fällt bei uns beiden ja, fällt uns ja immer generell ein bisschen schwerer. Word. Aber wenn da 5, 6, 7 Leute in einer Telefon-Videokonferenz sind, erzähl mal ein bisschen, wie hat sich das angefühlt? War das gerade eben auch dieser fehlende Kontakt oder dieses fehlende Fühlen, was, ne, Augenkontakt etc., was man dann eben über Videokonferenzen nicht so gut bekommt. Vielleicht erzählst du mal noch ein bisschen da, wie sich das so angefühlt hat für dich. Ja, also auf alle Fälle startet das natürlich alles mit dem obligatorisch Hallo, können Sie mich hören? Ja, den hat jetzt aktuell auch jeder in letzter Zeit gehört. Aber nein, fernab davon hat es super funktioniert. Also klar, Webcam an, alles natürlich auch ein bisschen lockerer. Also ich meine, du sitzt jetzt nicht im Anzug irgendwie vor deiner Webcam und machst deinen Workshop, sondern es hat halt eben was Persönlicheres. Ne? Die Leute räumen Zeit an, jeder gibt ja auch Informationen über sich preis, und zwar wie sein Zuhause aussieht, was man sonst vielleicht nicht machen würde. Oh ja, das ist zurzeit, glaube ich, unser aller Lieblingsbeschäftigung, zu schauen, was die Kollegen oder wie die, wie man eingerichtet ist, da gebe ich dir recht. Das ist mittlerweile, hat sich, glaube ich, zu einer kleinen Sportart entwickelt. Ja, richtig. Also eigentlich kannst du demnächst auch dein Hintergrund designen, ne? Dass du sagst, was hängen wir denn heute in den Hintergrund? Aber nein, fernab von dem hat das super funktioniert. Es hat kürzer gedauert, muss ich wirklich sagen. Wir waren schneller, wir waren effektiver. Wir konnten, ich würde sagen, eine genauso gute Lösung erzielen wie vor Ort. Es war nicht genauso persönlich, das war es nicht. Dafür fehlt einfach ein bisschen was. Aber trotzdem, wenn man jetzt das Ganze versucht zu bewerten, hat das ganz gut funktioniert. Und am Ende war es ja auch jetzt ein Unternehmen, was zum Beispiel eine Lösung in Sachen BI brauchte, ja, wo die ganze Zeit gesagt haben, für uns, wir brauchen jetzt BI, wir brauchen Analytics, wir müssen unser Produkt in der Zukunft planen und da auch gewisse Prognosen anstellen. Das war für die wichtig, also die konnten darauf nicht verzichten und für die sagten auch, egal ob Corona hin oder her, hier findet jetzt digitale Transformation statt im Sinne von BI. Ja? Also Frage an dich, Robby, ja? Ist für dich BI digitale Transformation? Ja, definitiv, weil am Ende des Tages Daten waren natürlich auch vor der aktuellen Situation allgegenwärtig, aber sie haben eben jetzt nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Zumindest ist es das auch, was ich immer wieder von unseren Kunden, von Bekannten höre, die früher mal gesagt haben, ja, du machst doch da irgendwas mit zur Datenanalyse, ist es definitiv in der digitalen Transformation, weil es ist die Grundlage, es ist das, was man braucht, um Erkenntnisse zu generieren etc. Und die Beschleunigung, die die ganze Situation dadurch erfahren hat, ist absolut sehr positiv. Also würde ich das definitiv auch bewerten. Ich glaube auch, dass das jetzt eine ganze Ecke schneller vonstatten geht. Der Punkt ist ja, also das muss man sich, glaube ich, einfach mal vor Augen führen.
an sich brauche ich ja digitale Transformation oder generell muss ich alles, was ich tue, ja irgendwie digitalisieren. Ja, wir merken es gerade an Meetings, wir merken es an unserem digitalen Feierabendbier, was wir hier quasi gemeinsam genießen. Wir merken es an verschiedensten Sachen, ja, selbst so ein Online-Office, ja, wo ich einfach sage, egal wo ich gerade bin, egal was mein Endgerät ist, ich muss nicht im Büro am Rechner sitzen. Richtig. Auch das ist irgendwo digitale Transformation. Ich glaube, das wird jetzt viel, viel schneller laufen, weil wir auch irgendwo den Spiegel gerade vorgehalten bekommen, ne? Also Unternehmen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben und sagen, ja, Homeoffice-Plätze können wir nicht so richtig anbieten. Übrigens, es sind nur 5% der Arbeitsplätze, die im Homeoffice aktuell stattfinden, von allen Arbeitsplätzen. Das ist schon, ich hätte echt gedacht, es wäre mehr, aber gut, wir leben da vielleicht auch irgendwo in einer Blase. Also ich glaube, diesen Spiegel, den kriegt man jetzt vorgezeigt, ob das funktioniert. Und warum für mich BI und Analytics jetzt und auch Datenanalyse und wirklich Daten, die analysiert werden müssen, warum es jetzt wichtig ist. Jeder von uns ist ja irgendwo ein trainiertes System. Ich mache meinen Job, ich bin vielleicht im Controlling unterwegs, vielleicht bin ich im Einkauf unterwegs oder ich bin in der Produktion unterwegs. Ich mache da jeden Tag meinen Job und das funktioniert auch genauso, wie ich mir das, also ich bin ja trainiert auf den Normalfall, nennen wir ihn mal so, also die Vor-Corona-Zeit. Die Komfortzone, wie man ja auch so schön sagt, ne? Die ist Komfortzone. Ja, ich habe da irgendwo einen Entscheidungsspielraum und in diesem Entscheidungsspielraum werde ich dann auch Entscheidungen treffen, wo ich weiß, ja, das funktioniert, das geht sich aus. Ja. Mhm. Was ist dann, jetzt haben wir eine Situation, die ist komplett anders. Ja? Unser Leben hat sich von heute auf morgen verändert. Das Geschäft hat sich von heute auf morgen verändert. Ich meine, du hast ja selber mit verschiedensten Kunden zu tun, viel auch in der Automobilindustrie. Ich glaube, die werden dir auch alle bestätigen, das Geschäft ist heute ganz anders und wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Das bedeutet, die brauchen jetzt Entscheidungen, aber die müssen diese Entscheidungen doch auf aktuellen Daten fällen, müssen doch den Markt sich anschauen und dann überlegen, hey, halten wir die Produktion an, halten wir die Produktion nicht an, können wir Fahrzeuge beispielsweise irgendwie noch lagern, werden die gerade abgerufen, brauchen wir neue Vertriebskanäle, brauchen wir vielleicht auch neue Vertriebsmodelle? Ja. Darauf ist keiner trainiert, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass in dem Fall die Leute da eine gute Ausbildung genossen haben, aber es sind eben die Geschwindigkeit, wie sich die Situation verändert. Und das haben wir ja alle, wie wir jetzt hier gemeinsam sind, erfahren müssen. Das ist, glaube ich, etwas, wo niemand darauf trainiert ist. Das hätte sich, glaube ich, vor einem halben Jahr noch niemand wirklich vorstellen können, auch wenn es natürlich da Szenarien irgendwie gibt, aber es ist dann doch viel, viel anders oder schneller und aber anders gekommen. Und jetzt, ich glaube, stell dir mal vor, ist es wichtig. Ja. Du musst eine Entscheidung treffen, ohne dass, also wirklich aus dem Bauch raus, ohne dass das Ganze datengetrieben ist, in einer Situation, wo du sagst, hey, das kann jetzt mein Geschäft verändern. Und du hast nichts, was dir irgendwie sagt, ja, in die Richtung könnte es gehen, in die Richtung könnte es gehen, oder du machst mal eine Prognose oder simulierst mal was. Ja, genau. Sonst hast du eine reine Bauchentscheidung, klar. Und das ist ja eben, worauf wir beide hinaus wollen, dass man eben genau dafür die digitale Transformation und Analytics am Ende des Tages, klar, ist ein Werkzeug, was einem dabei hilft, aber das ist eben super beschleunigt und man hat eben mit einem Tastendruck zumindest ein Forecasting etc., was es da alles gibt, mit verschiedenen Methoden und das gibt dann zumindest eine Möglichkeit, eine bessere Entscheidung zu treffen, weil man einfach da sich auf Daten, die nicht lügen, einfach fokussieren und zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist ja der Punkt, wo du auch hinaus willst. Ja, auf jeden Fall. Hast du dich jetzt eigentlich irgendwie im Rahmen dieser Corona-Zeit digitalisiert? Ja, ich habe mich insofern digitalisiert, dass mein Outlook wir arbeiten hier intern, darf man das eigentlich nennen oder ist das Schleichwerbung? Weiß ich nicht, aber es gibt ja so neue Sportarten, dass man den Run auf den freien Kalenderslot der Kollegen geht. Oh, da ist noch genau. Mittagspause, egal. Das sind so Digitalisierungsthemen, das hat man natürlich vorher gehabt, aber da sieht man, dass früher hat man telefoniert und da war man unterwegs und dann hat man gesagt, ja, passt das und dann ist man da irgendwie zusammengekommen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Sonst zu Hause digitalisiert, ja, im direkten Umfeld, zwangsdigitalisiert auch, was Essen und Trinken etc. betrifft. Also es sind natürlich durch das Schließen der Restaurants ganz neue Online-Shops entstanden. Ich wohne ja hier in Berlin. Es gibt Restaurants, die niemals geliefert hätten, weil sie einfach gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall nur
dass Gäste zu uns kommen. Die bieten mittlerweile da komplett integrierte Liefermodelle an. Und von daher, das würde ich sagen, das hat schon für mich auch eine Veränderung mit sich gebracht. Ja gut, ich sag mal, die Hierarchie wahrscheinlich bei einem Restaurant oder einer Restaurantkette ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner, sodass da Covid-19 wahrscheinlich auch ein bisschen schneller entscheiden kann, ne? Ja, das stimmt. Ja, man hat, glaube ich, gesehen, und das hört man ja auch in den Nachrichten, es gab so eine gewisse Schockstarre natürlich am Anfang, als von heute auf morgen der Lockdown oder zumindest die Schließung angeordnet wurde. Aber danach, das kreative Unternehmertum, dem hat es definitiv, also neben den ganzen negativen Aspekten, aber dann sieht man schon, man hat sich einfach dafür Zeit nehmen müssen und können, wo man sonst einfach das Tagesgeschäft hatte und Online-Shops hervorgebracht, neue Kooperationen gegründet. Also es ist schon spannend zu sehen, was das für eine Kreativität auch hervorgebracht hat. Aber was ich noch echt extrem spannend finde, also diesen Punkt muss man sich, glaube ich, einfach mal so vor Augen führen. Aktuell ist ja bestimmt jeder BI-User als auch Analyst. Jeder von uns guckt sich täglich irgendeinen Corona-Dashboard an. Ja, also da merken wir doch, dass Analytics und BI relativ schnell auch irgendwo im echten Leben stattfindet, ne? Und wie schnell du Konsument wirst. Definitiv, und vor allem, ich glaube, das ist insofern wichtig, jeder ist ja aktuell Fachmann bei dem Thema, muss man ja auch sagen. Also wenn man die sozialen Medien konsumiert, hat man das Gefühl, wir haben nicht nur 20 führende Virologen, sondern 82 Millionen gefühlt. Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man etwas an der Hand hat, wo man ganz klar Fakten sieht, die auch einfach konsumierbar sind. Und daher gebe ich dir absolut recht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, da kann man da vielleicht auch noch machen mit unserer Click-App, die wir haben für den Bereich. Gibt es was von Click? Ja, gibt es was von Click, genau. Man eben sehr gut Daten, die basieren natürlich auf Robert-Koch-Institut etc., also verlässlichen Quellen, aber sehr einfach konsumierbar, mit einem Mausklick kann ich Sachen vergleichen. Da kann ich mir eine echte Meinung bilden und für mich Sachen auswerten. Da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich beim Endnutzer angekommen. Ich kann es überall auf allen Endgeräten mir anschauen und das ist schon eine coole Sache. Entschuldigen Sie, meine Herren, Ihr Gast ist eingetroffen. Hi Stefan, schön, dass das geklappt hat. Nimm doch Platz und gesell dich zu uns. Ich hoffe, dir gefällt es hier bei uns in unserer neuen Bar. Wir haben uns eine Menge Mühe gegeben. Und ich würde sagen, nimm einfach Platz und uns würde echt interessieren, wie war dein Tag? Ja, hey Dennis, hi, danke erstmal. Das ist eine ganz interessante Umgebung, die ihr hier geschaffen habt, finde ich. Puh, du, wie war mein Tag? Voll war er, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, für mich ist das jetzt ein richtig schönes Afterwork. Der Tag hat bei mir heute Morgen schon um 6 Uhr bereits begonnen, als ich meine ersten Calls, wie das so bei uns immer intern heißt, hatte. Um 6 Uhr schon, wow, das ist ja... Ja, 6 Uhr, ich meine, ich habe halt einen weltweiten Job und die Welt steht nicht still. Und wenn ich mit Partnern oder mit Mitarbeitern in Asien reden will, dann muss ich mich nach deren Zeitzone richten. Das heißt also bei mir, ich muss ziemlich früh aufstehen und deswegen ging das heute Morgen um 6 Uhr bereits los. Und ansonsten war es also ein normaler Bürotag, wie sich jetzt zurzeit so anlässt bei uns. Ein Call nach dem anderen, alles digital, alles remote. Also ziemlich voll. Okay, gut, das kann ich mir gut vorstellen, dass du jetzt quasi schon den Afterwork nach dem Afterwork hast, ne, wenn es dann quasi auf die Arbeitszeit ankommt. Umso schöner, dass du die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Gut, Stefan, du bist ja bei uns Vice President Global Pre-Sales bei Click und das schon viele Jahre, hast damit natürlich extrem viel Verantwortung. Inwieweit ist denn die aktuelle Situation, also die ganze Corona-Digitalisierungszeug, wie hat das deinen Alltag verändert und vielleicht auch gerade so mit Aspekt auf deine Rolle, weil ich kann mir vorstellen, gerade in der Entscheiderrolle hat das ja nochmal einen ganz anderen Impact. Also magst du uns da so ein bisschen Teil dran haben lassen? Ja, klar, gerne. Also das ist eine echt interessante Frage, finde ich, weil auch wenn ich das so im Freundeskreis immer diskutiere, die Frage werde ich ganz oft gefragt, dann sage ich immer, auf der einen Seite hat es meinen Alltag sehr verändert und auf der anderen Seite hat es eigentlich ihn gar nicht so sehr verändert. Das klingt ja irgendwie sehr komisch, wenn man das so... Paradox. Ja, klingt ein bisschen paradox, ja, finde ich auch, genau. Aber das kann ich auch ziemlich gut erklären. Also zunächst einmal ist es so, wie alle, ich meine, wir sind ja mit Ausgangssperren belegt und wie ihr selber auch wisst, also wir arbeiten nicht in den Büros, wir arbeiten im Homeoffice. Von daher ist Reisen momentan natürlich nicht angesagt. So. Mhm.
Und wenn du dir jetzt überlegst, dass ich einen weltweiten Job habe und meine Tätigkeit also zu einem Großteil aus Reisen besteht, beziehungsweise international unterwegs zu sein, dann hat das natürlich dramatisch verändert, weil ich wäre jetzt normalerweise, wäre ich jetzt 2 bis 3 Wochen in Asien gewesen, da in Indien, Singapur, Australien, China, Japan, überall. Solche Dinge, die finden jetzt halt eben nicht statt. Und das ist natürlich eine dramatische Änderung gegenüber dem, was ich jetzt habe. Auf der anderen Seite kann ich ja nur nicht mein ganzes Leben lang nur im Flugzeug verbringen oder immer vor Ort sein. Und bin es eigentlich auch gewohnt, sehr viel remote zu machen mit Kollegen, mit Partnern. Das ist durchaus üblich, wie heute Morgen beispielsweise. Da bin ich um 6 Uhr bereits mit Kollegen in Sydney telefoniere. Ja? Mhm. Und das hat sich jetzt natürlich noch verstärkt. Also ich mache jetzt sehr, sehr viel mehr oder ausschließlich das auf die Art und Weise des Managen. Aber die Art und Weise, wie ich das mache, halt eben Einsetzen von Webkonferenzen und dergleichen mehr, die hat sich überhaupt nicht geändert. Mhm. Also das ist was ich seit Jahren gewohnt bin. Wenn ich hier in Deutschland war, dann habe ich nur über diese Tools gearbeitet. Also insofern ist es auf der einen Seite wirklich eine dramatische Veränderung des Alltags und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt das die ganze Zeit mache, was ich sonst nur zu Teilen mache, dann ist es eigentlich genau wie vorher in dem Bereich. Also das sind jetzt mal so die persönlichen Dinge. Ich meine, inhaltlich gibt es natürlich auch noch einiges dazu zu sagen. Was ich spannend finde, ist, wenn man jetzt nicht mehr so im Team zusammenkommen kann beispielsweise. Mhm. Also Entscheidungen haben ja unheimlich viel auch damit zu tun, vor allen Dingen, wenn man im Team entscheidet, dass man sich sieht und dass man im Raum ist und irgendwo, ich sage jetzt mal, die Ausstrahlung des anderen spürt, die Körpersprache und sowas lesen kann. Das ist remote natürlich sehr viel schwieriger, das zu machen. Das geht durchaus. Aber es bedeutet halt eben, wie ich festgestellt habe, mehr Kommunikationsaufwand. Das heißt, was ich also merke, ist, man trifft sich für irgendwelche Meetings und bespricht die Dinge und entscheidet dann irgendwas. Das ist alles ganz gut. Aber in Vorbereitung auf dieses Meeting muss man sehr viel mehr so Abstimmungscalls vorher erstmal machen, weil halt eben so diese kleinen Dinge zwischendrin, die fehlen halt in so einem reinen Remote-Meeting. Jetzt hast du ja gesagt, dass du wahnsinnig viel gereist bist vorher, vor eben dieser Pseudo-Lockdown oder einfach die Einschränkung kam. Vermisst du das Reisen? Also ich kenne das von mir, ich bin auch tatsächlich, als einer der Gründe, warum ich meinen Job so sehr mag, ist eben tatsächlich zum einen natürlich beim Kunden zu sein, zum anderen unterwegs zu sein. Vermisst du das oder sagst du, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt mal hier zu Hause sitzen kann? Nein, nein, nein. Also ganz klar, ich vermisse das. Also ich bin gern unterwegs. Auch das ist was viele nicht verstehen können. Die sagen immer, mei, diese langen Flüge und so. Ich mache das gerne. Ich bin gerne in anderen Ländern und bin auch gerne mit den Menschen dort zusammen, kriege die anderen Kulturen mit, die anderen Geschäftsgebaren und einfach auch zu sehen vom Geschäft her, was passiert in anderen Teilen der Welt. Weißt du, wenn man immer nur im eigenen Land ist, dann hat man immer nur diese Perspektive da drauf und kriegt gar nicht mit, wie sich das Geschäft woanders entwickelt. Und das sind ganz andere Aspekte manchmal von Relevanz. Ja? Das, was die Kollegen in den USA sagen, hey, lass uns da vorantreiben und so, das sagen die Kollegen in Japan, um Gottes Willen. Also das kommt bei uns ja überhaupt nicht in Frage. Ja? Und das nicht mehr vor Ort mitzukriegen, also das tut schon weh. Das tut schon weh. Ich bin wirklich sehr gerne unterwegs, ja. Oh, kann ich verstehen. Was wir jetzt auch merken, das ist auch so ein bisschen so Thema der Sendung, wir hatten ja alle schon festgestellt, dass wir uns manchmal so ein bisschen mehr digitalisiert haben oder dass Digitalisierung irgendwie in unserem unmittelbaren Umfeld stattfindet. Inwieweit bist du denn Stefan 2.0 geworden während der Zeit? Also ich bin vor ein paar Tagen bin ich Stefan Version 59 geworden. Da hatte ich noch nicht Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, definitiv. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Also eine ziemlich ausgereifte Version, würde ich sagen. Und hoffentlich sind die größten Bugs ausgemerzt zwischenzeitlich. Wie weit bin ich digitaler geworden? Eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, ich bin ja nur im technischen Vertrieb und wir sind in einem Softwarehaus, wie wir nun alle wissen. Also von daher ist das Umgehen mit sämtlichem, was digitalen ist also eine völlig normale, natürliche Sache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einer von den Digital Natives bin, wie die so schön heißen, die jetzt immer wieder hochkommen, aber also ich mache alles komplett digital. Mein ganzes Leben war vorher schon so organisiert. Ich habe relativ wenig Papier in meinem Leben und von daher hat sich da jetzt gar nicht fürchterlich viel verändert. Was vielleicht ganz interessant ist,
Ich würde sagen, in manchen Bereichen ist es noch digitaler geworden, weil viele meiner Freunde, also jetzt im privaten Bereich, die haben jetzt halt eben diese digitale Welt entdeckt, ne? Also die kommen jetzt so mit privaten Zoom-Konferenzen. Also meine Geburtstagsfeier war zum Beispiel eine Zoom-Party. Ja. Mit witzigem Hintergrund? Bitte? Mit witzigem Hintergrund? Mit witzigem Hintergrund, ja, natürlich, klar. Also da wurden extra Bilder gemalt und dann in den Hintergrund gehängt. Also jetzt per virtuellem Hintergrund, wohlgemerkt. Ja. Und all diese Dinge. Und da kommen jetzt unheimlich viele Anfragen. Hey, können wir nicht mal hier und können wir nicht mal da? Und dann werde ich dann halt noch mehr gefragt. Sag mal, wie macht man denn jetzt eigentlich dieses oder jenes? Also beispielsweise mit dem virtuellen Hintergrund. Das hat dann jemand gesehen und sagt dann, boah, wie machst denn du das? Und so. Und dann muss ich das halt erklären, ne? Und bis hin zu den allhinfälligen Fragen, obwohl wir ja in einem Softwarehaus arbeiten, welcher Computer denn der jetzt am besten wäre, man remote bestellen könnte. Mhm. Und, also das hat sich eher noch verstärkt, aber es ist für mich selber, dass ich irgendwelche Dinge jetzt tue, digital, die ich vorher nicht digital getan habe, das ist überhaupt nicht der Fall. Gerade, jetzt haben wir schon gemerkt, okay, im privaten Kreis, dort wird quasi cloudisiert, nennen wir es mal so, wenn wir irgendwie versuchen, dafür einen Verb zu finden, also Thema Cloud. Im privaten Umfeld hilft die Cloud. Inwiefern hilft denn jetzt bei dieser gesamten Situation deiner Meinung nach die Cloud oder ist sie eher Verhinderer? Also du sagst, im privaten Umfeld hilft die Cloud. Also ich würde ja mal viel weitergehen. Ich würde sagen, das private Leben ist ohne Cloud überhaupt nicht mehr vorstellbar. Okay. Also ich meine, das sind Commodity-Services wie Spotify oder so, also dass man Musik hört oder Netflix. Gut, jetzt kann man sagen, das brauche ich nicht unbedingt, aber nicht nur an so. Na, auf keinen Fall, das brauchen wir unbedingt. Ja, ja, so, oder Amazon, ich meine, wir kaufen alles online. Also das sind ja alles Dinge, die ohne Cloud völlig unmöglich wären. Also ich würde zu gerne mal wissen, wie die Welt reagieren würde, wenn man heute alle Cloud-Services, die es gibt, einfach mal so abschalten würde für 24 Stunden. Ich glaube, das wäre also ein Chaos pur. Also insofern ist die Frage, ist Cloud ein Verhinderer oder ist es ein Beschleuniger? Das ist für mich überhaupt keine Frage. Also ich sage, es geht ohne gar nicht mehr. Mhm. So, spannend ist es natürlich jetzt, wenn man sich die Vorteile halt anguckt, die so Cloud-Services mit sich bringen, halt eben schnellere Instanzierung von irgendwelchen Dingen, höheres Skalieren, sofortige Verfügbarkeit etc. etc. Ist natürlich spannend für Unternehmen, die sich in dieser Situation halt umorganisieren müssen, die überlegen, produziere ich was anderes? Ganz simpler Fall. Ich sage, mache ich jetzt plötzlich Maskenproduktion, weil mein Standardumsatz ausfällt? Mache ich irgendwas in der Richtung, ja? Das bedeutet natürlich dann auch immer Änderungen in den Geschäftsprozessen und das mal so eben hochziehen auf bestehender Infrastruktur, sei es Hardware oder bestehender Softwareinfrastruktur, ist gar nicht so einfach. Dauert ewig, ja. Hat einen ewigen Entscheidungsprozess. Genau. Und da hast du natürlich dann die sofortige Verfügbarkeit von Cloud-Services, ich meine mit kompletten Entwicklungsumgebungen, die du mieten kannst. Das ist natürlich, also es ist Gold wert. Ohne das geht es überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass heute aktuell, also ganz viele Unternehmen, denken wir zum Beispiel, ich meine, ohne jetzt groß Werbung zu machen, aber Zoom, ja, ist ein Cloud-Service, erlebt, glaube ich, gerade irgendwie einen totalen Boom. Haben wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass so stark die Zahlen jetzt steigen aufgrund der Situation. Und auf einmal ist dieser Service für viele Menschen ein Problemlöser. Ja, absolut. Absolut. Also ich muss sagen, auch für uns ist das tatsächlich so. Also wenn ich jetzt mal so ich meine, Dennis, das weißt du ja nur, aber wenn ich mal so in den Pre-Sales-Bereich hineingucke, die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr zu Kunden fahren können, aber nichtsdestotrotz nach wie vor mit Teststellungen arbeiten, Prototypen bauen und die mit Kunden teilen wollen, wie machen wir das? Wir fahren einfach Instances in der Cloud hoch, installieren unsere Software da und es sind Shared-Instances mit Kunden und da kann man wunderbar miteinander arbeiten. Mhm. Ja? Also das ist auch da eine Beschleuniger, ohne dass das jetzt eine Änderung von einem Geschäftsmodell ist oder dass es ein grundsätzlich anderer Prozess wäre, es ist eine andere Infrastruktur. Aber das hilft extrem, dass man auf den Knopf drücken kann sagen kann, okay, wir treffen uns in 2 Stunden in dieser und jener Instance und dann arbeiten wir da gemeinsam. Mhm. Also für mich ist das ein absoluter Beschleuniger und ich glaube auch, wenn wir hoffentlich alle gesund und unbeschadet aus der Krise rauskommen, dass das Spuren hinterlassen wird in positivem Sinn, dass es auch so weitergehen wird. Also das muss ich vieles überlegen, wo man sagt, naja, das haben wir früher alles so vor Ort gemacht. Das stellen wir fest, das muss jetzt gar nicht mehr so sein. Ja. Ich finde es schon sehr interessant, dass du das, wie du das gesagt hast, mit dem Privaten,
du hast das Amazon-Beispiel oder Spotify genannt. Ich glaube, das ist, wenn man auch heute noch in unserer Generation sagt, ja, Cloud, da denken viele immer erstmal an den klassischen Cloud-Speicher, wie, na, das machen wir eh gerade Name-Dropping, wie Dropbox etc. Aber das ist eben, dass da komplette Geschäftsmodelle, die ohne Cloud gar nicht funktionieren würden, dahinter stehen, wie bei Spotify zum Beispiel. Das ist dann, aha, ja, eigentlich stimmt. Deshalb stimme ich dir dazu. Das ist tatsächlich so, ohne die geht es nicht mehr und die hat einfach der Beziehung ein absoluter Beschleuniger, auch für unser Business. Ich glaube, da kommt Dennis jetzt auch gleich darauf, was das eben für unseren Bereich Business Intelligence bedeutet. Ne? Ja gut, klar, natürlich. Ich habe von heute auf morgen mal eben die Möglichkeit, meinen Markt zu analysieren. Ne? Wenn wir überlegen, wenn wir früher so eine Software irgendwie angeschafft haben, dann hat das für uns eine Ausschreibung bedeutet. Da mussten wir Hardware zur Verfügung stellen, wir mussten die IT mit an Bord holen, wir brauchten einen Product Owner etc. pp. Also ich meine, der Prozess geht natürlich noch ein bisschen länger und irgendwann steht da mal ein System. So, bei der heutigen Situation, ich ziehe mir mal eben eine Instanz hoch, ich mache meine Daten verfügbar und ich fange an zu analysieren, wenn ich in der Lage bin, mit Daten zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, das kann wahrscheinlich in wenigen Tagen bis einer Woche stattfinden, was vorher Monate gedauert hat. Ja. Ja, nicht nur das. Also ich meine, wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Ne? Ich meine, dadurch, dass wir ja selber das als einen kompletten Service anbieten mit der Enterprise-Lösung, die in der Cloud läuft oder ClickCloud Business, das ist ja wirklich nur noch mit dem Browser hingehen und loslegen. Mhm. Also wirklich nur noch Daten hochlegen. Also keine Instanz mehr hochfahren. Es steht schon alles so zur Verfügung. Also ja. Noch schneller geht's nicht. Das stimmt. Gut. Ich habe, Stefan, wenn du dich hier mal umguckst in unserer Bar, dann wirst du etwas in der Ecke entdecken, auf das wir sehr stolz sind. Und zwar haben wir unsere nostalgische Jukebox dort stehen, ja, und diese in digitaler Art und Weise zur Verfügung gestellt. Aber du siehst ja erstmal die Jukebox, die steht da drüben. Und wir möchten, dass jeder Gast oder jeder Gast darf in einer Sendung etwas von sich dalassen. Und zwar ist das ein Lied auf unserer digitalen Playlist. Und diese Playlist steht dann quasi hinterher über Spotify zur Verfügung. Welches Lied würdest du dir denn ganz spontan wünschen? Puh. Mir fällt eins ein. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, weil ich bin ja doch ein bisschen älter als ihr. Der Song, der heißt Vehicle. Vehicle, okay. Vehicle, ja, das ist so ein One-Hit-Wonder oder One-Time-Wonder, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, von einer Gruppe, die heißt The Ides of March. Das ist ein Lied, das ist 50 Jahre alt und ist mir, ich habe noch einen älteren Bruder, ist mir deswegen immer so im Kopf geblieben, weil der das früher immer gespielt hat. Und dieser Song, der ist jetzt, wie gesagt, 50 Jahre alt geworden und ich habe gerade just dieser Tage habe ich auf YouTube wieder so einen Cloud-Service, ja, ohne den wir schon gar nicht mehr rundherum informiert werden, habe ich über so einen Recommendation-Algorithm eine Gruppe eingespielt bekommen, die das ganz, ganz super gecovert hat, dieses Lied. Das okay. ist eine russische Band. Das fand ich also wirklich fantastisch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Cover deutlich besser als das Original, wenn das auf irgendeine Playlist sollte, dann ist das, weiß nicht, es sei denn, ihr macht eine YouTube-Playlist, dann ginge das, aber ansonsten müsste man dann das Original rauskramen, was man auf Spotify sicherlich findet. Also der Song heißt Vehicle und das Lied heißt die Gruppe heißt The Ides of March, genau so. Super. Ja, also ich kenne das Lied persönlich nicht. Robby, kennst du es? Ja, muss ich leider auch passen. Ich wollte erst am Anfang noch großspurig sagen, ja, die Challenge nehmen wir gerne an, aber gut, Gott sei Dank habe ich mir den Kommentar gespart. Kenne ich auch nicht, aber das weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde. Ich werde nämlich mal mich vor YouTube setzen, mir das mal anhören und ich finde, das ist ein grandioser erster Titel für unsere Jukebox. Auf jeden Fall. Oder du gehst einfach auf die Click Afterwork Playlist auf Spotify und hörst den Titel an. Da wird er nämlich jetzt draufstehen. Sehr gut. Vielen lieben Dank dafür. Noch eine Frage ganz persönlicher Natur. Du bist jetzt ganze 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre sogar in deiner Rolle als Vice President Global Presales unterwegs. So rum, zu viele Wörter. Sorry. Was, und hast wahrscheinlich viel auch in dieser Zeit erlebt. Was war denn dein einprägsamster Moment? Wir sprechen von dem Klick-Moment. Magst du uns daran teilhaben lassen? Puh, das ist jetzt aber eine schwierige Frage, weil da sind so viele Momente. Da muss ich jetzt mal überlegen. Boah. Sonst nehmen wir vielleicht einen aus der jüngeren Geschichte, weil das ist tatsächlich gerade in deiner Funktion.
Nee, okay. Nee, Dann. nee, nee, mir fällt was ein. Das ist allerdings noch aus der Zeit vor Klick. Um ganz ehrlich zu sein, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, wie ich zu Klick gekommen bin. Und der ganze Interviewprozess, der damit verbunden war. Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich hatte mich damals schon für Klick interessiert, hatte so ein bisschen im Internet rumrecherchiert und dachte mir, das ist eigentlich ganz interessant. Und dann klingelte plötzlich das Telefon, das wollte man gar nicht glauben. Und dann war ein Headhunter dran und hat mich gefragt, ob ich mich denn dafür interessieren würde, vielleicht die Pre-Sales-Funktion bei Klick aufzubauen. Und dann guckte ich also ganz verwundert in dieses Telefon und dachte mir, wie kann das denn jetzt sein, dass der das gerade mitgekriegt hat, so ungefähr. Und bin dann in einen Interviewprozess hineingelaufen, der wirklich extrem intensiv war, der in London stattgefunden hat und sich den ganzen Tag hingezogen hat mit vier sehr intensiven Interviews. Und das Besondere daran war, dass das wie so eine Art Wettbewerbssituation war. Da waren noch zwei andere und wir haben uns in einem kleinen, feinen Hotel getroffen und man konnte den anderen jeweils sehen. Und dann ist dann so praktisch von Raum zu Raum gegangen und das war dann, ja, wie ich schon sage, wie so ein Wettbewerb. Ne? Und ich mir gedacht habe, na, wie hat der das jetzt gemacht? Wie hat sie da wohl geantwortet? Auch nicht so ganz alltäglich, ne? Nicht So. ganz alltäglich, nein, auf Nee. alle Fälle nicht. Und dann die Fragen, die ich da bekommen habe, die waren auch alles andere als alltäglich und wirklich extrem ins Detail gehend. Also die, wo man sich wirklich sehr genau angeguckt hat, wen holen wir da an Bord? Wir waren ja damals noch eine kleine Firma und da musste vieles, vieles passen. Und der Moment, der ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Neben all den ganzen vielen anderen Momenten, die wir sonst im Alltag so erlebt haben. Klar. So, wir machen jetzt die letzte Runde. Darf es für Sie noch etwas sein? Ja, gut, dann suchen wir uns noch ein letztes Getränk aus. Was möchtet ihr trinken? Ich nehme gerne einen Veltliner, wenn es einen gibt. Ja, den besten in der Stadt. Ich bleib ganz einfach bei dem Hellen. Ja, dann machen wir doch zwei draus, ne? Sehr Prost, gut. Männer. Prost. Zum Wohl. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen. Robby, nochmal eine Frage an dich. Und was ist eigentlich dein persönlicher Klickmoment? Wir haben gerade über den Klickmoment von Stefan gesprochen. Das würde mich auch interessieren, was dein Klickmoment war. Jetzt bin ich Ja, gespannt. also ich glaube, Ja. ich tue mich schwer. Also ich bin jetzt 6 Jahre dabei, noch nicht ganz so lang wie Stefan, aber mir jetzt einen Moment herauszusuchen. Innerhalb dieser Zeit fällt mir ehrlich gesagt schwer. Aber als Klickmoment, und wie ich definiere das jetzt einfach mal so, dass mich ein überraschender Moment, ein positiv überraschender Moment, so würde ich das jetzt spontan für mich definieren, war tatsächlich in der letzten Woche, hat nichts mit Klick zu tun, hat was mit meinen Eltern zu tun und dem Bereich Digitalisierung. Das geht ein bisschen in die Richtung, was Stefan gesagt hat, indem ich nämlich von meiner Mutter eine Einladung für ein Zoom-Meeting bekommen habe. Muss man sich vorstellen, ich habe die E-Mail geöffnet und habe gedacht, okay, das muss ein Spam sein. Weil es ist tatsächlich, also vielleicht hören das meine Eltern, das meine ich überhaupt nicht böse. Die sind da mit iPhones ausgestattet und FaceTime. Aber dass ich eine Einladung bekomme von meiner Mutter zu einem Zoom-Meeting mit der kompletten Familie, wo man sich eben dann digital trifft und über ja, alles Mögliche spricht, das war mein Klickmoment. Ich war echt stolz und es war ein richtig cooles Meeting. Und ja, um das vorwegzunehmen, ich habe die ganze Zeit mit den virtuellen Hintergründen rumgespielt. Das war meiner. Sehr gut. Ich glaube, dann sind wir auch so langsam am Ende der Sendung angekommen. Vielen lieben Dank, Stefan, für dein Click-Afterwork mit Robby und mir. Uns hat Gerne. es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Sendung super Definitiv. und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und vor allem fand ich super, dass wir spannende Fragen diskutiert haben. Ich hoffe, dass wir gemeinsam einen tollen Feierabend einläuten konnten, auch in doch nicht ganz so einfachen Zeiten. Und damit, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abonnement da lasst und sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Prost. Das war Click After Work. Ihr Feierabend-Podcast rund um das Click-Ecosystem. Lead with Data.